Kämpfer. Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Fable. Und wir befinden uns nochmal auf dem Weg zum Friedhof hier in Oakville, um das Grab unserer Mutter zu besuchen. Moment mal, kann ich da mal schürfen? Ne, geht nicht. Spannend, was da jetzt passiert. Ich wusste, dass es hier rund geht. Hab ich es doch geahnt. Ich weiß, was du suchst. Aber Jack hat Kreischer geschickt, um meine Seele zu quälen. Die kreischen gleich das letzte Mal. Sie lassen nicht zu, dass ich gehe. Und jetzt wollen sie dich auch noch bekommen. Die Jungs kommen. Das ist mal ernsthaft. Die pläten wir. Das hört sich auch böse an. Holt euch die Seele eurer Mutter. Das ist schon... Kreischer sind Witz. Aber ganz ernsthaft. Das sind, glaube ich, alles One-Hits. Ziemliche One-Hits. Hier haben wir nichts drauf. Tut mir leid, aber es ist so. Noch. Jetzt mal Schicht hier. So, das war's schon. Jacks Geist ist stark und seine neue Form fast fertig. Aber er fürchtet sich sehr. Nimm meine Seele und räche unsere Familie ein für allemal. Lass ihn büßen, Sohn. Yippie. Läuft doch. Wir scheinen die dritte Inschrift entziffert zu haben. Komm zum Schrein zurück und ich zeige... Ja, bin ich doch schon wie ich. Jetzt habe ich wenigstens mal dran gedacht, dass es mit Beam echt schneller geht. Ist super. Übrigens macht mir der neue Content, den ich noch nicht kannte, macht mir echt Spaß. Auch wenn wir vom Charakter her gerade echt schon so über sind. So ein Schrein-Segment müssen wir noch mit einer Seele füllen. Ich bin sicher, eure Mutter wäre stolz. Und jetzt ist nur noch eine Inschrift übrig. Die älteste Seele. Wir wissen aber immer noch nicht, wer damit gemeint sein könnte. Schnitter könnte es sein. Oh, der sieht immer recht alt aus. Wir wissen beide, wer das ist. Ihr könnt den alten Dummkopf nicht länger schützen. Oder der Gildenmeister. Der Schrein will den Gildenmeister, o Held. Jack, also ist das wahr. Er lebt und treibt immer noch seine Spielchen.
Du findest es lustig. Ich hoffe, die Gildendenker haben eine bessere Idee. Ihr solltet zurück zur Gilde gehen und mit ihnen reden. Das halte ich eh für eine gute Idee, weil ich glaube, wir können einen Level abmachen. Irgendwie leer, freilich. Mal sehen. Gildenmeister will ich nicht unbedingt klatschen. Aber irgendwie hat das Spiel es immer wieder geschafft, mich in die Richtung gut zu fokussieren. Wollte ich eigentlich so als Badass hier durchspielen, aber nö. Naja, nur ist erwurscht. Willkommen, Sir. Dieser Ort ist reinstes Chaos, seit ihr fortgingt. Überall rennen Menschen mit altem Papier herum, Bücher, wohin man schaut. Und der Gildenmeister ist weg, hat sich im Gildenwald verkrochen. Wir sollen keinen in seine Nähe lassen. Gefunden? Die in der Inschrift erwähnte Seele. Es muss Nostro sein. Seine Seele war seit Jahrhunderten auf dem Litchfield-Friedhof gefangen. Unsere Texte besagen, dass sie im Friedhofsring sein soll, da wo ihr den Tunnel zum Bargeldgefängnis gefunden habt. Seelen fangen? Was für ein Unfug. Tja, viel Glück, oh Held. Okay, dann können wir Dings wirklich in Ruhe lassen, das finde ich sehr gut. Dann nutzen wir bloß aus, dass wir hier gleich gucken können, was das Aufleveln macht. Vielleicht noch einen Zauber verstärken oder so. Blitz könnten wir hoch. Zeit ist ja, glaube ich, eh schon auf maximal. Ja, machen wir die Zauberkräfte hoch. Okay, das lief mal. Jetzt reicht's für Blitz definitiv nicht mehr. Ne, das reicht nicht mal für die ganz einfachen Zauber. Die ganz billigen meine ich, einfach sind sie ja nicht. So. Ja, dann würde ich doch sagen, reisen wir doch zu dem alten Ritter, zu seinem Grab. Jetzt muss man überlegen, wo das war. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Lynchfield-Friedhof, das passt doch. Und holen uns den seine Seele auch noch. Nostros Seele, ganz genau. Das ist wie gesagt der, glaube ich, wo wir die Ritterrüstung zusammengesammelt haben. Jetzt muss ich wahrscheinlich gegen 1864 Zombies kämpfen, damit ich die Seele bekomme. Mal schauen. Mal sehen, mal sehen. Schlückscher Kaffee. Kaffee ist immer gut. Außer wenn man keinen Kaffee macht. Macht Sinn, ne? Ich bin mal gespannt, wie ich die klatsche. Okay, das ist lächerlich. Das ist wirklich mittlerweile lächerlich. Ich meine, die Zombies waren ja schon mit dem Obsidians-Großhammer eigentlich ein Witz, aber das ist jetzt gerade hier mal so richtig übel. Okay, die Jungs können uns ein bisschen Trouble machen. Ich visiere aber bloß den an, weil die Zombies ja wirklich so nebenbei. Ist mir relativ egal. Upsi. Upsi. Ich den seine Seelen noch haben. Scheiße, zu viel Dark Souls gespielt. Nee, ist schon cool. Passt. Alles fein. Ach, ihr kämpft sogar gegeneinander. Wie dusselig seid ihr denn? Die mögen sich nicht viel gut. Na klar, eigentlich sind die Zombies ja auch auf Nostros Seite, möchte ich sagen. Die haben ihn ja mehr oder weniger bloß beschützt, möchte ich sagen. Beziehungsweise die beschützen hier den Friedhof. Trotzdem nicht. Die nehmen wir trotzdem alle mit. Ne, komm. Hey! Hey! Hey, hab ich gesagt. Gibt's doch nicht. Findest du? Nicht mal. Ich
glaube, das ist auch ein neues Gebiet in diesem Gebiet hier. Bin mir aber nicht sicher. Na komm, steh auf. Mach's mir doch nicht so schwer. Übrigens ist unsere Anzeige echt groß geworden, was die Magie angeht, was die Mana-Leiste angeht. Aber die ist ja jetzt auch gemaxt. Was ist denn da vor? Na, wenn ich ihn anvisieren könnte. Hallo. Die Zombies, die kriegen wir nebenbei eine mit. Entweder von denen oder von mir. Sind wir recht freigebig. Täusche mir, dass das neue Gegnertyp ist. Nee, das sah aber so erstmal nicht so aus. Na genau, steh auf. Irgendwas hinter uns. Was, du lebst auch noch? Also, du lebst dein untotes Leben auch noch? Geht nimmer. Gut. Dann mal weiter. Ab zu Nostro. Der Kreis der Toten. Da muss man, glaube ich, so und so viele Tote besiegen, damit der sich schließt, der Kreis, damit das Tor geöffnet wird. Da war irgendwie was. Halt auch schon ein paar Parts her. Ich glaube 30 oder so. Keine Ahnung. Aber ja, das war das, was ich meine. So treffen wir uns wieder. Ihr holtet meine Waffen und meine Rüstung und brachtet mir Frieden. Dafür entbiete ich euch meine Seele. So einfach? Aber ich bin Nostro. Und ich habe eine Kriegerseele. Alles klar. Ihr müsst sie euch im Kampf holen, sodass ich im Jenseits stolz vor meinen Kameraden stehen kann. Gut, kein Ding. Meine Männer werden mich bis zum Tod schützen. Nur wenn sie fallen, kann ich verletzt werden. Das wird jetzt auch nicht das Drama sein. Nehmt denn meine Seele mit Ehre. Ich bin auch an deiner Rüstung interessiert und an einem Schwert und einem Schild und einem Helm. Oh mein. Ne? Das ist ja wohl jetzt nicht das Drama, denke ich mal. Die Zombies, die fliegen hier eh bloß durch die Gegend jetzt gleich, Leute. Ich sag's euch. Erstmal Zeit. So, steht keiner mehr von der Nähe. Da hinten sind jetzt wieder welche. Aber ich glaube, ich muss ihn gar nicht selbst persönlich treffen. Da ist schon wieder Energie verloren, möchte ich meinen. Ah, man kann ihn auch so behaken. Ich muss bloß nur genug Männer töten, dass er sichtbar ist für den Augenblick. Dann geht das. Okay, jetzt ist es gerade mal nicht mehr. Dann müssen wir wieder ein paar Zombies wegcashen. Jetzt kann man wieder sehen. Es läuft. Aber der Zeitzauber ist so übermächtig, Leute. Jetzt hat er es nochmal. Okay. Hat es doch nicht geschafft. Ein bisschen Gold. Naja. Ich heule jetzt nicht rum. So, die Seele haben wir. Das bedeutet, wir gehen wieder zu den Schreinen zurück. Yeah! Und damit sollte sich dann endgültig die Tür öffnen. Wunderbärchen, Leute. Mm-hmm.
passiert. Eingejammer. Die Inschrift besagt, dass nur ein einziger Held durch das Tor gehen kann. Und hey, ratet mal, ihr seid der Stärkste. Ja, dich hätte ich da auch nie reingelassen. Ich weiß nicht, welche Form Jake wählen wird. Aber er wird wohl kaum klein und pelzig sein, oder? Weiß man's. Viel Glück für unser aller Wohl. Ihr kommt zu spät, kleiner Held. Wieder einmal zu spät. Kommt zum Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Wir haben noch was zu erledigen. Das ist der Weg. Ja. Ich würde aber mal sagen, was da passiert hinter diesen Türen, hinter diesen großen, das werden wir beim nächsten Mal sehen. Ein bisschen Cliffhanger-Museum auch mal wieder machen, ne? Macht's gut an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Ciao.